Jo Leute, was geht ab? Und willkommen zurück zu Shining Resonance. Also, das letzte Mal haben wir aufgehört an dem Speicherpunkt da hinten, wo ich gerade weggelaufen bin, ja. Und wir sollten jetzt hier aus der Stadt raus und Sonja folgen. Okay, da geht's raus, perfekt. Genau, so. Okay, jetzt kommt wieder eine Cutscene. Okay, nevermind. Ja, ja, genau. Und da einfach der Turm von fucking Sword Art Online. Ja, ja, natürlich, weil er fliegt. Das ist doch so klar, das sieht man doch. Jo. Jo. Okay, ja. Also wie gesagt, wir werden jetzt diese Monster hier töten alle. Ich denke, nach ein bisschen Training sollte ich die doch ein bisschen schneller besiegen können. Oh, irgendwie, ich habe beide angegriffen. Oh, okay, die hat den da hinten getötet. Nice. Okay, da hinten noch. Jetzt machen wir das. Nee, ich will nicht wegrennen. Die steht einfach davor, hä? Was geht denn ab? Ja. Warte, was ist das da oben? Okay, ich kann... Okay, das war eine Blume. Ha! Ich dachte, ich könnte irgendwie da rauf gehen. Das sah irgendwie komisch aus. Naja, hier ist ein Item. Yes. Heilmint, okay. Oh, ja, stimmt, die waren Level 7. Ich werf die einfach um, fertig. Komm her. Ich verfehle die einfach, unglaublich. Die sind so tanky, unglaublich. Oh Gott, jetzt habe ich ein Level up. Was habe ich gekriegt? Sharp? Beak. Okay. Ein scharfes Waffen ist doch nicht. Hallo, komm her. Hey, ich habe gerade alle verfehlt. Ah, was die hat AOE hier? Wird ja aber besser. Okay, nice. So, ich glaube, das waren insgesamt... genau, da war eine Schatztruhe. Ich glaube, es waren insgesamt sieben Gegner? Sieben, glaube ich. Ja, lass mich erstmal die Schatztruhe öffnen. Komm her. Ja.
Boah, die nehmen kein Damage. Wo sind sie denn? Die nehmen einfach kein Damage, was ist das? Jetzt aber. So, da war noch ein zweiter. Das ist der. Ah, wo ist der andere? Okay, jetzt ist deine Barriere, glaube ich, gebrochen. Ja, da ist noch einer da. Ach, ja, die sind dann jetzt dazu gehört, da waren nur zwei. Okay, nein. So, da hinten ist, glaube ich, da ist nichts mehr, okay. Da geht's weiter. Ne, warte, da sind wir hergekommen, oder? Nee, da geht's weiter, das heißt, ich gucke jetzt nochmal schnell. Ah, warte, kann ich denn laufen? Oh mein Gott. Gut, dass ich das jetzt herausgefunden habe. Also, falls es jemand nicht mitgekriegt hat, wenn ich X gedrückt habe, dann kann ich schneller laufen. Hätte ich mir eigentlich denken können, weil man da dashen kann. Nein! Ich wollte gerade durchdashen. Ja, komm her. Hä? Ich verfehle den einfach. Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Die habe ich, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht gesehen. Okay, die habe ich definitiv nicht gesehen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. What the fuck, was ist denn das? What the fuck, wieso sind da jetzt so viele davon? Okay. Wie hat er mir das jetzt gesagt? Dass er mir noch nicht gestorben, oder? Aber warte mal, ist das eine Schildkröte? Ich dachte, das wäre irgendwie eine schlecht fremde Pflanze. In Wirklichkeit ist es eine Schildkröte mit einer Blume auf dem Rücken. Das ist ein Bisa-Knochen. Ja.
Ja, das war definitiv klar, dass wir jetzt Level-Ups kriegen, alle gar. Oh wow. Oh, what the fuck? Da hinten ist einfach ein Adler. Können wir den bekämpfen? Ne, warte, das ist glaube ich von denen ihr Team oder was? Also, eine Mission oder so. So, falls jemand sich gefragt hat, was das für ein Sound war, mein Video war gerade fertig und ja, also Final Fantasy 15, der erste Part sollte jetzt raus sein, also nicht der erste Part vom eigentlichen Spiel, sondern der heutige Part. Aber ja, das Video hier wird wahrscheinlich eh später rauskommen als jetzt das Final Fantasy Video, also werdet ihr das ja eh sehen. Falls ihr es euch anguckt, natürlich. So, dann gehe ich jetzt mal zu dem Typen hier hin. Ich weiß ja nicht, wieso ich da nicht irgendwie übernachten kann. Weil, wie gesagt, davor konnte ich da irgendwie ein Zelt aufschlagen oder so. Aber ja, vielleicht war das wegen der Tageszeit, aber ich meine, jetzt ist es immer noch dunkel. Ich gehe jetzt noch nicht zu dem hin, da hinten sind nämlich noch Gegner. Ich hoffe, es gibt andere Schwerter, so die man ausrüsten kann. Und Items. Wieso heilt die mich? Ich habe noch nicht Schaden gekriegt. Ab jetzt hat. Okay, oh, da ist ein Item noch. Alright. Jetzt habe ich. Okay, ein Pilz. Okay, ich habe Pilz gefunden. Ey, geil, kann ich mir eine Pilzsuppe machen? Ja, egal, ich gehe jetzt einfach mal dahin, scheiß drauf. Da ist nix, da ist nix, da sind bloß ein paar Gegner. Ich gehe jetzt dahin. Okay, komm her. Was? Ich kann. Ja, ich kann mich zum Drachen verwandeln, indem ich R1. Ne, L1. Achso, okay. Als ob ich drauf bin. Ich mach den auch so kalt. Irgendwie muss das ja schwer sein. Ah gut, ich werde nicht geheilt. Holy shit. Okay, vielleicht habe ich... Warte. Ich kann mich gar nicht in Drachen verwandeln, die haben mich angelogen.
Die haben mich angelogen. Okay. Egal, wir haben eh schon Hardlap, also ist easy. Also wenn sie nicht gleich... Okay. Wenn sie nicht gleich geheilt hätten, wäre sie tot. Kann ich Items einsetzen? Ich heile jetzt mal sie. Und dann heilt sie die andere. Oder sie ist einfach gestorben. Okay, good job, würde ich sagen. Och. Diese irgendwie wiederbeleben? Nee, natürlich nicht. Habe ich ein Item? Habe ich Phönixfeder oder sowas? Nee. Ach, egal. Oh nein. Oh, ich hab'n. Shining Score. Wow. Looks like the coast is clear. Looks that way. Thank you, Yuma. You were a big help. Let's go report back to Burrows now, huh? There's no need to return to town. We can give our report right here, actually. I've been made, eh? Captain Burrows, what are you doing here? Begging your forgiveness, my lady. Killing monsters wasn't the only thing you were doing out here. I wanted to see Yuma and the Shining Dragon in a real fight, you understand? I see. That's why you were so adamant about this. Yep. Figured a monster sighting was as good a chance as I was gonna get. I suspected as much. Captain Burrows, don't you think that's extremely unfair to Yuma? You tell him too, Kirika, how it's an affront to the Shining Dragon's honor or something. That may be so. But his radiance has blessed us with his sublime presence, his holy splendor. Die kann's auch mal übertreiben, ne? I knew of Sir Burrows' plan, but said nothing, so that I might lay eyes on his radiance again. I'm not certain I have any place chastising the good captain for his actions. Lay eyes on him? Whatever, fine. Fine, we'll talk about it later. Let's just head back to the castle for now, okay? And I'll be sure to mention it to my father. How bravely you fought alongside us, Yuma. Hoffentlich. Okay, yeah. Wir werden nicht zurück teleportiert. Jetzt können wir noch diesen Goblin besiegen. Go! Ja, die sei jetzt noch tot. Verdient. Und weg. Kriegt ihr jetzt Erfahrungspunkte? Nee, was? Was hat sie gelernt? Okay, ich habe jetzt keine Lust auf den. Ich kann genauso gut danach leveln. Also, ich werde jetzt zurücklaufen. Scheiß auf dieser Knospe und die Schlange. Oder was ist es? Ah, die respawnen einfach. Da hat es ja viel gebracht. Ey, das Ding chased mich einfach. Ah, warte mal kurz. Oh Mann. Ja, was auch immer. So, und jetzt sind wir wieder in der Stadt. Was? Ja. Okay. D
Jojojo, ich weiß, wir sollten zurück in ins Schloss gehen. Ich gucke jetzt, ob wir ein bisschen Geld bekommen haben, weil wir ja einigermaßen... Okay, wir haben Geld bekommen. Ja, keine Ahnung. Ich kaufe einfach mal das, weil das habe ich noch nicht. Oh, okay, Spirit Seeding ist also eine Phoenix-Feder sozusagen. This one. Yes. Have a nice day. Jetzt mal gucken. Ne, sie ist nicht wiederbelebt. Egal. Geh ich mal zum Inn? Nee, warte, das war gar nicht da. Na egal. Geh ich mal zum König. Das war da hinten. Excuse me. Acting on your own again, Burroughs. I don't know what I'm going to do with you, old friend. Begging your pardon, Majesty. You know how it is. I just had to see the Shining Dragon's power for myself. I understand Captain Burroughs' reasoning, and I don't think I'm gonna pass comment. Not right now, anyway. But I will say this. Yuma fought with us, and he fought as hard as anyone else. There's no need to doubt Yuma's strength. Don't you agree, Captain? Is that so? Yes, Burroughs. Let's have it. What's your assessment of Yuma's performance? With all due respect, of course, I have to disagree with Milady. Nani? From where I was standing, it seemed to me the Shining Dragon was a weapon of last resort. He hesitated, flinched under pressure. That's... Yuma, answer me. You're afraid of your power, aren't you? Afraid? You may be right. The dragon's power does frighten me, since... Since? Since... I... Ah, you've got your reasons, I suppose. But let me tell you, boy. Until that changes, you're a liability, and you'll have a hard time fighting. And that's all I've got to say on the matter, Majesty. Very well. I have no reason to doubt your assessment. What? But Father... That will be all, Sonya. I suggest you return to the Seagull Inn and take a well-deserved rest. Am I understood? Yes, sir. If you'll excuse us. The boy fears nothing more than the Shining Dragon. It carries its soul within his breast. What a life that must be. Not exactly your typical trials of boyhood, are they? I trust you've seen the Gaelritz reports by now. About the Princess Axella, these Draco Machina of hers. Unless I've missed my guess, the Imperials are making ready to change the face of this war, Burroughs. With those Draco Machina running unchecked, the Shining Dragon may well be our last hope. We must have Yuma's aid. Everything rests on that boy's shoulders. Providence help him. Hey, Sonya, why did you talk me up like that to your dad? You made me sound like a way bigger deal than I actually am. Would he have gotten, mad? If you hadn't covered for me, I mean. No, no, Father's not like that at all. And I wasn't covering for you. I was believing in you. I do believe in you. Deep down, you have a brave heart. Huh? But I'm not brave at all. Nee, rennt rum und tötet Monster mit einem Schwert. Hat keinen Mut. Yes, you are. You didn't want to fight with us, right? You were scared, but you fought anyway. That's bravery. You can always be better than the person you were yesterday, Yuma. So please, believe in yourself. Yeah. Yo, Thank you.
Wird wohl an der Karte angezeigt, aber hier ist nicht. Also gehe ich mal hier runter. Okay, in der Stadt kann ich auch rein. Das ist gut. Sag mal, ist die jetzt eigentlich geheilt? Ne, die ist immer noch tot. Dann gehe ich erstmal zum Inn, bevor ich zu der gehe. Ach, das, die ist schon da. Hey, take a look! Oh, Yuma! Hä, warte mal. Die, hä? Egal, ich glaube, das ist hier. Da ist es. Welcome okay. Back. Good night. Jo, ich gehe erstmal dahin und vielleicht wird ja die Sonja wiederbelebt. Hoffe ich mal. Ja. Okay, sie ist wiederbelebt worden. Das heißt. Die wollen beide mit mir reden. Ja.
my mind. Okay, jetzt reden wir noch mit ihr und dann gehen wir rüber zu dieser Magierin da. GG. Ah, ich dachte, sie hat das Fenster kaputt gemacht. Naja. Oh, das war's anscheinend. Okay. Ja, das sieht aus, als will keiner mehr mit mir reden. Na dann, dann gehen wir gerade straight zu der anderen da. Zu dieser Magierin, warte mal, da ist eine Truhe. Ernsthaft jetzt? Ich bin da bestimmt fünfmal vorbeigerannt. Naja. Auf jeden Fall, hier ist sie. Sie wollte die Magicka oder so aufpäppeln. Ah, das ist Lyle? Okay, nevermind. Ist halt ein Dude. Hehehe.
Wahrscheinlich kann er den Drachen aufpäppeln. Okay, dann halt nicht. Aber bevor ich da mit dem... Okay, dann lass mich halt nicht das Item kriegen. Hey! So, jetzt aber. Welcome! What did you have in mind? Ah, ich habe gar nichts dafür. Okay. Nee, ich kann nur Vital ausrüsten. Na egal, gehen wir mal zum Inn zurück. Das war ja klar, dass wir wieder so weit rennen müssen. It's all good stuff here. My mom. Ja, was geht denn jetzt ab? Everyone, remain calm. Get the wounded indoors and into the back room. Warte mal, sind die von dem anderen Königreich da oder was? Supplies, medical supplies. Do we have any bandages left? Hey, what's going on? What happened? A dragon attack, m'lady. It swooped down on us right outside the city walls. A dragon? Could it be a Draco Machina? No. I can't feel any of them nearby. Kirika, you can sense that? Yes, Your Radiance. All dragon souls emit an echo, a resonance. Diva's Magicka attune themselves to it so we might commune. If any exceptionally potent dragons are nearby, I should be able to feel them. It's a live dragon, then? Not a Machina? I thought the greater dragons all died out 1,000 years ago. Yes, the tales say as much, but they also say this, that long after a dragon's body and mind fade, the soul endures. The dragons died out? And something about their souls? Wait, that sounds like... Given the survival of his radiance, and the nature of the Machina, I wouldn't exactly discount the possibility of another living dragon. We're gonna need eyes on it either way. Let's get out there. Oh no, this is terrible. Emma, are you okay? Oh no, dear, it's just... Well, I hadn't seen Primula for a while, and I just found this note. This? Let's see. Going to gather some ingredients back by sunset. Oh no. She went outside the city walls before the dragon struck. No. My baby girl. We'll find her, Emma. Kirika, with me. I'll go too. More eyes can only be a good thing, right? I appreciate it, Yuma. Thank you. Now come on. Jo, dann würde ich sagen, ich laufe erstmal zum Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Decisions, but I want it all, so I get it all. I wanna eat the whole
sharing, I'm not sharing.